Das haben sie uns schon sofort gesagt, da ist ein Sprachbuch. Jetzt liegt er im Krankenhaus und sein bester Freund Oliver ist tot. Aus blassem Übermut schnappt sich der 16-Jährige betrunken die Autoschlüssel seiner Eltern und will losfahren. Seine Freunde Christopher und Mike können ihn nicht davon abhalten und setzen sich mit in den Wagen. Dann kommt es zum Crash. Beifahrer Christopher überlebt, leicht verletzt. Meine Kollegen Valerio Manio und Markus Dienst haben ihn getroffen. Auf dieser absolut geraden Strecke verliert Mike die Kontrolle über den Wagen seiner Eltern. Angetrunken und übermütig rast der erst 16-Jährige über die Landstraße. Weil seine Freunde Christopher und Oliver ihn nicht aufhalten können, setzen sie sich mit ins Fahrzeug, um beruhigend auf ihn einzureden. Doch plötzlich bricht der Wagen aus und Oliver wird im Wrack eingeklemmt. Ich habe ihn angeschrieben, ich habe gesagt, du fährst nicht raus. Aber man kann als Beifahrer, wenn er dann fährt und dann noch so auf dem Gras steht, kann man nicht einfach Lenker treffen. Ich konnte nichts machen, er hat nicht gehört, das war Telefon. Hallo, Jackie. Oliver, der doch seinen Freund nur vor Schmerzen bewahren wollte, er liegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Unfallfahrer Mike überlebt schwer verletzt. Ach, da baumelt was. Olivers Mutter hallo, meine Süße. Wir waren bei seiner Mutter und haben Gespräche geführt und dann fragt man sich, dein Sohn ist noch da, ne? Was wäre passiert, wenn in der Situation, wie sie jetzt ist, dass wir dann alle drei nicht mehr da sind? Es ist grausam. Oliver, der bei seinen Freunden und seiner Familie als so besonnen galt, überlebt die Spritztour als einziger nicht. Ein Verlust, über den niemand in der Familie hinwegkommt. Hallo, meine Süße. Jackie. Morgen wieder. Ja? Haben sie angesagt. Ja, und da ist Mama Lucy. Na komm. Komm. Lucy. Wer zu den ganz coolen unter den Teenies gehören will, der begrüßt sich nicht mehr Hallo, wie geht's, sondern mit